Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 11.07.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir ein geiles neues Outfit, den Vector. Eine coole neue Lackierung, Hexagone, den Wildwinkler. Jo, gut, die Fußballskins sind wieder zurück. Brauchen wir jetzt nicht großartig zu besprechen. Fangen wir doch einfach mal auf der rechten Seite an mit dem Streusel. Ich finde das Ding ziemlich schrecklich. Kriegt von mir 5 von 10. Klicken wir mal ganz kurz hier durch. Ja. Ja, da haben wir 2,8 von 5 bei 20 Votes. Am 17. Februar 2019 ist erstmal drin gewesen. Seitdem 5x 18 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 28 Tagen. Ja, machen wir weiter. Hier mit schwer beschäftigt. Finde ich super witzig, das Teil. Kriegt von mir 8 von 10. Ein Busier, die ein Voting von 4,04 von 5 bei 28 Votes am 5. November 2018 ist erstmal drin gewesen. 6x seitdem 106 Reminders. Das letzte Mal vor 47 Tagen im Shop am 25. Mai. Dann haben wir den Sichelschläger, die Batsickle für 800 V-Bucks. Klassiker. Der Teil kriegt von mir 6 von 10. Hat hier ein Voting von 3,51 von 5 bei 59 Votes. 12. November 2017 ist erstmal drin gewesen. 35x seitdem 80 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 26 Tagen am 15. Juni. Der Bracer. Ja. Finde, die sieht ganz cool aus für 800 V-Bucks. Aber ist jetzt nicht der Oberknüller. Kriegt von mir 7 von 10. Er hat hier ein Voting von 3,44 von 5 bei 18 Votes am 15. Mai 2019 ist erstmal drin gewesen. 2x seitdem 23 Reminders. Jo. Knieklatscher. Für 500 V-Bucks das Teil kriegt von mir 10 von 10. Ich finde den Knee-Slapper einfach nur mega cool. Und hat hier ein Voting von 4,31 von 5 bei 29 Votes am 7. Januar 2019 ist erstmal drin gewesen. 5x seitdem 20 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 58 Tagen am 14. Mai. Dann haben wir den MC Waffle. Oh, wo ist er hin? Wo ist der MC Waffle hin? MC Waffle, where are you? Falsches Spiel, ne? So, okay, nein, hier ist er. Ich finde den schrecklich, dieser Playmobil-Skin, einer der hässlichsten Skins, die es überhaupt in dem ganzen Spiel gibt. MC Waffle kriegt von mir nur 2, 1 von 10. Da hinten noch hier dieses, ich traue mich kaum es auszusprechen, dieses Bärchen. Ein Eisbär. Normalerweise müsste ich mir das Teil ja extra holen, ne? Nur für mich. So, MC Waffle für 1500 V-Bucks. Ich finde den Schrott. Lil Whip. Und Lil Whip hat hier ein Voting von 3,02 von 5 bei 52 Votes. Am 17. Februar 2019 ist erstmal drin gewesen. 6x seitdem 35 Reminders. Ja, die Fußballskins, wie gesagt, hatten wir gestern bereits drin. Zu diesen neuen Items haben wir, ich war wieder mal auf der Map unterwegs und habe danach gesucht. Und ich habe ein Gameplay jeweils zum Vector. Also ich habe einen Typen gefunden, der hat den Vector, Hexagone. Und den Ionengleiter und alle drei kann ich euch dann auf der Map in einem Gameplay präsentieren. Werden dann, sobald die fertig sind, hinten an dem Video verlinkt. Jo, jetzt gehen wir aber einfach mal rein. Die Hexagone-Lackierung ist echt mega fett. Ich habe sie ja, wie gesagt, im Gameplay auch live im Spiel gesehen. Auch hier, besonders bei der Combat, sieht es halt mega krank aus. Ist echt cool. Also Hexagone ist eine richtig geile Lackierung. Wow. Guck mal bei der Diegel hier. Mega. Oi, 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 oi. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Kriegt von mir 10 von 10 Hexagone.
Und Hexform hat noch kein Voting bekommen. Dann haben wir hier diesen Wildwinkler. Und der Wildwinkler, ja. Oh. Oh, was ist das für ein Effekt hier? Oh, das sieht aber cool aus. Wenn man den von da. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So 500 V-Bucks. Völlige Kontrolle kriegt von mir 7 von 10. Ja, und auch beim Wild Tangent, also dem Wildwinkler, haben wir bis jetzt noch kein Voting. Hier ist der Iongleiter. Und ich kann euch sagen, das Ding sieht richtig cool im Gameplay aus. Also mir persönlich gefällt der richtig gut. Und der kriegt von mir 9 von 10, der Ion. Für 800 V-Bucks das Teil. Und Ion, dazu haben wir momentan sogar ein Voting. Hier 4 von 5 bei einem Vote. 7 Reminders aber jetzt schon gesetzt. So, dann sind wir hier mit diesem Set schon durch. Dann kommen wir zum Skin von heute, zum Vector. Und der sieht richtig crazy aus. Gut, die Ohren sind so ein bisschen elfenmäßig. Ne? Hat hier oben so einen Irokesenschnitt, aber richtig cool, auch blau glühend. Die Augen glühen ebenfalls. Coole Ohrringe. Kann man im Spiel dann auch ein bisschen besser sehen. Da kann ich noch ein bisschen näher ranzoomen dann an den. Ja, hier diese Hexagone auch wieder animiert an diesem Mantel, den er da anhat. Hat jetzt hier kein Backpack oder sowas mit dabei. Für 1200 V-Bucks das Teil. Ich gebe dem 10 von 10. Ich finde den Vector, ich habe ihn auf der Map gesehen, ich finde ihn richtig cool. Hier haben wir ein Voting von 4 von 5 bei 4 Votes. Jo, und 3 Reminders. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Miniman gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.